Aus der Themenreihe Willkommen in der Ideenbotschaft stellen wir regelmäßig die neuen Grey-Auszubildenden 2011 vor. Heute im Interview? Caro. Hallo Caro. Hallo. Beschreibe dich doch mal mit drei Schlagwörtern. Ich bin spontan, begeisterungsfähig und ich singe gern. Spielst du in einer eigenen Band? Ja. Oder singst du nur so in der Freizeit vor dir her? Nein, ich singe in einer Band. Genau. Warum willst du Kauffrau für Marketingkommunikation werden? Ich habe vor der Ausbildung schon ein Jahr lang in der Stadtmarketingagentur ein Praktikum gemacht. Und mir hat es dort sehr gut gefallen, sodass ich auch weiterhin in der Medienbranche bleiben wollte. Und einfach ja, einen abwechslungsreichen Job haben möchte, wo ich mit vielen Menschen zusammenarbeiten kann. Also hast du schon ein bisschen Agenturluft geschnuppert und bist nicht ins kalte Wasser gesprungen? Genau, so ganz unbekannt ist es mir nicht, aber mit so vielen Leuten, das ist doch tatsächlich neu. Also wie waren dann jetzt die ersten Tage in so einer großen Agentur bei Grey hier in Düsseldorf? War es eine große Umstellung? Ja, doch. Also es ist schon ungewohnt, auf jeden Fall. Und es ist eine fremde Stadt, viele fremde Menschen. Also das ist schon erstmal neu gewesen, aber trotzdem ist es gleichzeitig wahnsinnig spannend, so viele Menschen kennenzulernen. Und bis jetzt hat es auch viel Spaß gemacht. Und ich freue mich, was noch auf mich zukommt. Super. Welche Erwartungen hast du denn an deine Ausbildungszeit? Gibt es da bestimmte Dinge, die du gerne erleben möchtest? Also erfahren möchtest vielmehr? Ich möchte an interessanten Projekten arbeiten, am liebsten halt auch eigenverantwortlich an Teilprojekten. Ja, und so viel lernen, wie geht. Super. Gibt es Bereiche oder eine Abteilung bei Grey, die dich besonders reizt? Ich würde sehr gerne mal in die strategische Planung, ins Art Buying und zu Your Business Development. Super. Ja, dann hoffen wir, dass du in den drei Abteilungen tolle Erfahrungen sammeln wirst und wünsche dir eine super Ausbildungszeit. Dankeschön.